Hallo Leute und herzlich willkommen zum weiteren Part in IFC24 in der Spielerkarriere. Weiter geht's und ja, wie sieht's aus? Fünfter in der Tabelle. Oh, okay, noch 10 Spielen. Ja, Barca 4 Punkte weg. Ja, die haben wohl gewonnen, ne? Oder? Haben doch gewonnen, ne? Oder haben die nicht gewonnen? Weiß nicht genau. Schauen wir mal nach. Sie haben verloren? Say what? Aber gut. Dann werden die noch weiter weg. Wenn man EA Glauben schenken darf. Sociedad muss verlieren. Das ist ja gut gegen Girona. Aber wer weiß, ne? Sociedad auf 1 hatte niemand getippt. Jetzt hat niemand. Also ich meine, ich hätte nicht mal mich selbst auf Platz 1 getippt mit Malle. Weil es ist ja nicht gegeben, dass wir gut performen, trotz meines Charts. Weil mit Aberdeen wollen wir auch nicht erst, auch wenn meiner lange Zeit verletzt war, aber trotzdem. Ja. Und wir hatten ja mit meinem Char überraschenderweise Sociedad rausgehauen, alleine im Alleingang, wo ich noch bei Aberdeen war. Jetzt ist Sociedad wieder in unserer Gegner hier. Der Hauptgegner, kann man eigentlich sagen, im Ziel auf die Meisterschaft. Aber ich sag, wie es ist: Wenn wir nicht Meister werden, dann kann ich damit auch gut leben. Ich meine, wir sind Mallorca, so, ja. Das wäre schon cool. Und es hat die Mannschaft in meinen Augen auch verdient, so wie sie performt. Ich meine, wir verlieren 0-1 nur gegen Real, wegen einem Betrug, wegen einer Bestechung vom Offiziellen. Barca 3-0 besiegt. Und klar, natürlich war das eine One-Man-Show von meinem Char größtenteils, aber trotzdem. Die Abwehr hat da kein Gegentor kassiert, gegen Real auch nur wegen Betrug. Also die Mannschaft, die performt. Und manchmal, wo ich halt auch Leute, wie zum Beispiel Dardai, ein Tor vorgelegt hat, das klappt. Genauso auch in den letzten Spielen habe ich ja noch irgendwen vorgelegt. Ich weiß nicht, ob das auch Dardai war oder irgendwer anders. Es hat funktioniert. So, die Mannschaft hat es verdient, Meister zu werden, meinen Augen. Konaté stört mit mir. Larin bin ich kein Fan von. Also dem kann ich 100 Chancen perfekt auflegen und der trifft dann immer noch nicht einmal. Konaté weiß ich nicht mehr genau, wie der so ist. Aber ich hätte da gerne jemanden, der auf den Verlass ist wie der oder Isco oder so. Ich hoffe, wir haben Isco noch. Habe ich schon eine Weile nicht mehr gesehen, ey. Wäre schade, wenn er weg ist. 14 Tore. Ich müsste auch Top-Torjäger in der La Liga immer noch sein. Und trotz meiner Verletzung roten Karte, sage ich Verletzung. Ich habe es nicht angesprochen. Ich will nicht verletzt werden. Bitte nicht noch einmal. Hat die letzte Saison erst zweimal für lange Zeit. Bei Aberdeen, das hat uns die Saison gekostet. Und einige Pokale. Also ich meine, Kämpfe Conference League ohne mich. Gab es natürlich kein Weiterkommen. Oder eine Runde kann man, glaube ich, noch weiter gegen Union, aber dann war Schluss. Dann war Schicht im Schacht ohne meinen Char. Und die schottische Meisterschaft, schottischer Pokal wurde auch ohne mich verloren. So. Mit mir wäre da einiges mehr drin gewesen. Wir gehen auf die 9,0. Ich will eine klasse Performance abliefern, wie jedes Spiel eigentlich. Ne? Dribblingserfolgquote, ja, kann man mitnehmen. Team Ballbesitz, werde ich drauf scheißen. Auch wenn ich ja mehr der Allrounder bin hier, aber was soll ich damit? Warum keine Tore schießen? Also, aber wobei, jetzt wo ich es vorher komme, bestimmt nächstes Spiel außerhalb des Strafraums. So kennt man es. Wir gehen rein, die Phase nicht lange gegen Girona? Aber Sociedad spielt doch noch gegen die. Warum spielen wir gegen Girona? Verstehe ich gerade nicht. Haben die dann zwei Spiele hintereinander oder was ist los? Super, das wird ja. Das erhöht die Chancen, dass sie Sociedad besiegen, um, ja. Total. Wobei, wer weiß, in Real Life, da waren die ja. Meine ich mal, Tabellenführer habe ich so mitbekommen von Dennis Gaming TV und Lashes. Meine ich mal, ich meine, da wäre was gewesen, dass die Tabellenführer waren. Wäre cool, wenn sie da die Meisterschaft geholt hätten oder holen würden. Ne? Kann ja immer noch irgendwann der Fall sein. So, das würde ich gönnen. So. Vor allem Real und Barca gönne ich gar nichts. So, genauso wenig wie Atletico. Aber sowas wie Girona, so, Malle oder so, gönne ich die Meisterschaft. Oder Vigo auch und so. Ne? Villarreal, ne? Sevilla, gönnt man einfach. So, schöner Versuch, ich weiß, aber leider kein Torerfolg. Jetzt versuchen wir es hier. So. So, hier. Macht das. Achso, irgendwie dachte ich gerade, ich bin Wolf-Trainer-Karriere. Aber nein. Ich will ja Karriere und da ist das erste Ding. Ich dachte echt, ich wäre Wolf-Trainer-Karriere für einen Moment und dann habe ich den Schuss gefordert, wurde abgeblockt und gemacht das Ding selber. Ist in Ordnung. Besser als erwartet, besser als gedacht gehabt bei Vorlagen. Na okay, nehme ich mit, aber lieber treffen oder
Die Fans aus Mäuschen natürlich. Also die wollen auch die Meisterschaft, ne? Die sind vielleicht ja jetzt schon im Meisterschaftsfieber, wer weiß. Aber vielleicht ein bisschen bremsen die Euphorie. Noch ist Sociedad krasser unterwegs. Also ich meine, krasse Leistung von denen generell. Aber gut, die sind ja auch kein Problem, wie man in der letzten Saison gesehen hat. Ich habe einfach den alleine gegen die weitergeschossen in der Vorrunde, der Conference League. So, da war nichts mit Sociedad. So klar, die haben ein Tor noch erzielt, wegen der schlechten Abwehrleistung von Aberdeen, aber ich habe das egalisiert mit Mancha, um ein Tor. Genauso wie ähnlich wie gegen Union im letzten Grund beim Spiel, wo ich wieder fit war für Aberdeen. Und habe dann Aberdeen im Alleingang fürs Weiterkommen besorgt und wären wir rausgeflogen ohne mein Tor. Weil zu viel liegen gelassen wurde, ist wo meiner Verletzung. Und dann wurde er nochmal am Ende der Saison, also ja, wurde ihm noch die Saison das Ende ruiniert, ne? Nochmal verletzt wurde ein zweites Mal. Das war schon bitter, aber naja, war trotzdem ein cooles Erlebnis in Schottland. Wäre mehr drin gewesen, wenn die Verletzung nicht gewesen, aber hätte Fahrradkette, ne? So, deswegen und schon wieder werde ich hier weggegrätscht, ey. Also ich hoffe echt, dass das nicht der Fall ist, dass ich wieder verletzt bin, weil was soll denn eine Spielerkarriere, ne? Klar, ich weiß, ich bin der beste Spieler auf dem Platz, aber es gibt auch noch andere gute Spieler. So. Also so verkehrt liefern die Leute ja auch nicht ab, die Teamkollegen. Die sind richtig gut. Hätte ich nicht unbedingt gedacht, ne? Weil klar, dass sie besser sind wie die Spieler von Lautern, von Aberdeen. Ne? Das ist normal. So, dass das die besten Teamkollegen sind, die wir je hatten. Aber wie krass die sind, das hätte ich nicht, mir nicht erträumen können. So. Aber trotzdem, so sehr, sehr zufrieden mit denen. Vielleicht ist Mallorca wirklich der erste Verein, wo ich meinen Vertrag verlängere. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Und das größtenteils, also. Wenig Dinge, die ich eigentlich zu bemängeln habe. Und ich bin ja ein harter Kritiker. So, was ich will. Und da ist der Ball. Dankeschön. Jetzt durchziehen oder abspielen. Machen wir so. Eigentlich wollte ich auf genau den da spielen, aber der macht das schon und. Ah, schade. Na, vielleicht hätte ich eine Flanke fordern sollen, aber gut, ob er die hinbekommen hatte, der Konate. Der Ibrahima. Nicht Spaß. So. Aber der Benjamin Konaté dann natürlich auch gerne in der Mannschaft. Teilweise, theoretisch. Wobei es Spielerkarriere und nicht Wolftrainer. Wobei ich weiß nicht, in der Wolftrainer, ob er auch den 31er rauskommen lassen. Das ist ja auch eher, liegt ja auch eher an den Entwicklern. Statt Charles. So, bitte einmal spielen. Dankeschön, Junge. Let's go. Ach man. Aber dann verliere ich den Ball unnötig. Ich weiß nicht, was da manchmal los ist in letzter Zeit. Am Anfang habe ich das ja auch nicht passiert. Ist mir das auch nicht passiert. Entweder verkacke ich irgendwas mit der Steuerung oder siege dann den besseren Gegner natürlich. Also die krassesten Gegner, die wir hier hatten. Also das ist ja auch keine Überraschung, muss ich auch eigentlich gar nicht drüber reden. Weil wir waren ja bisher dritte Liga, zweite Liga, Schottland. Das ist ja auch krass hier. So, komm, hol den Ball. Ja, aber warum, ja? Ich hab dir die Giallo runtergemacht. Ich denke nicht. Ja, super. Da werde ich schon wieder umgetreten, ey. Das muss doch nicht sein, ey. Ich habe noch nicht mal so krass gespielt aktuell. Also schon krass, aber ging schon besser, aber so, wo ich nicht getreten worden bin. Können wir aufhören damit, ey? Letztes Spiel war schon krass, knapp mit der Verletzung, ey. Ich nicht nochmal, ihr Wichser. Hört doch auf damit. Ich geschlafen, Schatz. Ist alles gut. Hier. Bist du so beim Aufpassen, ne? Hier. Oh, und ich bin super die Dinger am Verwandeln gerade. Let's go. Kannst auch ruhig herkommen, ne? Hier. Jawohl, hätte ich mich durch, auch wenn es noch Ballverlust, möglich ein Ballverlust aussah, aber das müsste doch der Hattrick sein, ne? Jawohl, Hattrick ist da, let's go, 10,0. 10,0 und Hattrick, ey. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Das müsste doch reichen. Für den Erfolg. Ich lass mich tunneln, really?
Gut. Soll vorkommen, ne? So, okay. Ja, genau, ich verliere den Ball. Ich dachte, das wäre das vierte, ey. Kommst du her, Schatz? Hm? Ciao. Gut, kann sich einen Schlafplatz halt aussuchen. So, hat mehrere. Der Boy. Ich sag mal so, ich überlasse ihn halt auch gerne selber, ob er hier schlafen will oder nicht. Ist ja seine Entscheidung. So. Nur zur Erklärung, falls man sich wundert. So. 3-0, erste Halbzeit. Ja, eigentlich muss ich die zweite gar nicht spielen. Ne? Ach, ich guck mal, ob ich einen Freirückzieher irgendwo finde, welche Steuerung das ist. Weil vielleicht können wir das hier auch noch erfüllen hier. Was sind hier die Steuerung? Einstellungen. Steuerung anpassen. Steuerung, Schuss, Volley. Volley. Ist Volley nicht Feuerungs hier? Da muss ich wahrscheinlich. Ich weiß nicht, muss ich mal vielleicht nachfragen. Alternativ? Nee, klassisch. Ja, muss ich mal nachfragen. Ist was Besonderes? Ich kenne mich mit dem Scheiß nicht aus. Wobei, war mal. Spezialbewegung, vielleicht steht es auch hier. Grundsteuerung. Grundsteuerung. Ja, könnte Volley sein. Könnte sein, dass ein Fallrückzieher Volley ist. Vollspann? Ich weiß es nicht genau. Zurückspielen erneut. Ach so. Powershot. Powershot. Powershot ist auch nicht Fallrückzieher. Volley wahrscheinlich. Ansonsten steht es hier, warum auch immer, nicht bei wahrscheinlich. Balljunglehren, Flick, direkt. Okay, ein Stern, zwei Sterne. Ja, ich weiß nicht mal, was ich hab. Ich weiß nicht mal, was ich für Tricks hab. Ich weiß nicht, ob meiner überhaupt Tricks machen kann. Schauen wir mal, was hier so ist. Wenn wir eh schon hier sind. Vielleicht steht ja auch hier irgendwas mit Volley. Glaube ich zwar nicht, aber. Aha. Flick and Flare Rainbow, okay. Ich dachte gerade Flick Flack. Oh ne. Zweimal rund die Welt. Okay. Gut, machen wir mal weiter. Die Partie. So. Geball. 3-0. Kannst du nicht anbrennen lassen. Aber könnte ich echt hier versuchen. Am besten nicht gegen Girona. Aber das Problem ist, denen ihre Moral wird runtergehen, weil sie von uns auf die Fresse bekommen. Ob sie dann Sociedad schlagen können im nächsten Spiel? Ist die Frage. Das wäre sehr, sehr geil, wenn sie es schaffen irgendwie. Mach das Ding. Oder gib. Dank. Ah, shit, ich weiß nicht mal, wie ich Fallrückzieher mache, verdammt. Ah, ich stand ja auch nur vom Kreis, ne? Ich stand ja nicht gedrückt halten, drücken. Aber vielleicht muss auch bestimmte Situationen erfüllt werden. Und ich weiß nicht, wie ich das trigger, ob man das triggern kann. Und was für eine Taste außer halt, das Kreis sein könnte. Aber vielleicht auch R1, L1, beides. Okay, super gemacht, Keeper, aber schade, dass eine Ecke für der Girona gibt. Was ist los, Schatz? Schatz? Hm? Bett. Ich hab von Geräuschen her so unschlüssig zu sein, wo er schlafen will, der Boy. Da draußen war ich mit ihm gewesen. Und naja, wenn er hier schlafen will, gerne, gerne. Aber manchmal bevorzugt das halt, seine Ruhe zu haben beim Schlafen. Ist ja auch verständlich. So. Naja, manchmal muss ich halt durchmachen. So, es geht leider nicht anders. Sollte ich da schon, je nachdem, bisschen Rücksicht nehmen, wenn ich eh nicht so, sage ich mal, groß Bock aufs Zocken hätte, dann kein Problem. Und so dann noch Rücksicht und so. Auf den Boy. Konate wird umgetreten hier. So, danke. Hier. Hast du da von sich aus wahrscheinlich schon gewollt. Sonst hat er echt cool reagiert, die Karriere. Super. Da der, ne? Macht das. Macht daraus was. Komm. Ah, schade. Schade, 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 Bro. Schade, da der. Das war auch locker da der, oder? Ah, schade, Bro.
Ah, gut. Hier. Hier. Ah, shit. Es war kein Fallrückzieher, aber es war 4-0. Ja. Ah, gut, ich denke, ich werde noch ein fünftes machen und dann war's das. Also fünftes Versuchen. Dann, ja, war's das. Guess. Aber andererseits. Ja, scheiß drauf, wir nehmen das Spiel komplett mit. Macht zwar nicht unbedingt Sinn, macht auch keine Spannung, aber irgendwas komplett mit. Voller Länge so. Wenn schon von Anfang bis Ende. So mache ich gerne meine Projekte. Für gewöhnlich. So. Auch wenn es leider nicht bei allen aktuell geht. Paar auf Eis gelegt sind. Und beim Paar leider länger dauert als gewollt. Zum Beispiel bei den Normani Champions Sims 4, da sollte eigentlich schon längst das Let's Play stattfinden. Aber ich sag mal so, daraus wird jetzt ein Together Let's Play, das kann ich schon mal. Oder wurde bereits ein Together Let's Play, weil ich bin ein bisschen vorproduzieren. Also wird der Startschuss da, denke ich mal, schon gegeben sein, dass das Together Let's Play auch schon da ist. Und ja, doppelte Sim-Action. Vielleicht solange die Normani Champions die normale noch starten geht und ich mache das 5-0 tatsächlich. 67 Sim, let's go. Und ja. Hi Joe, hi, kommst du rein, Chat? Jo. Warte, ich mach dir das mal kurz. Dann, ja, müssen wir hier kurz doch leider das beenden, weil ich muss ihm kurz die Deckche machen. Und haben wir hier 5-1, okay, Girona hat auch noch getroffen durch Abraham, ist vielleicht gut für den ihre Scheiße, aber sehen wir uns einfach im nächsten Part wieder. Ja, warte kurz, Joe, warte. Ich mach dir das jetzt sofort. Ja. Ich mach dir das jetzt. Hi, Joe.